Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 bei Let's Rock Games. Wir sind jetzt quasi unserem Paladin da reingefolgt und werden da jetzt wahrscheinlich viel metzeln müssen, um an diesen Funkturm, wenn ich mich nicht ganz irre, ranzukommen. Okay, wir sind jetzt hier drin. Zahnrad, nehmen wir mit. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Ich glaube, ich suche mir dann echt einen anderen Typen, den ich mitnehme. Das ist ja voll nervig, wie der dich zutextet. Warum Firmen wie diese hier den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen? Sie nutzen die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie stecken das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Okay, warte mal, das reicht mir jetzt mit dem Typen. Jetzt ist Bone offen. Jetzt gibt's Ärger. Audio. Stimme machen wir ein Stück lauter. Musik machen wir dafür ein Stück leiser. Effekte lassen wir so. Ratio machen wir. Oh. Tick. Oh, war zu weit. Tick leiser. So. Hat das verhalten jetzt? Irgendwie reinigt das Ding? Nee. Alter, was war denn hier? Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich... Schauen wir doch mal, was unser Sicherheit hier sagt. Okay, ich brauche so eine Marker und da auf Deutsch mal gucken, ob ich da eine finde. Passt. Okay, Protonsteuerung. Fehler. Persönlichkeitsmodus wählen. Ich nämlich für Waffen. Diese Dinger bin ich nicht ganz irre. Sieh dir die Trümmer an. Es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. So. Scheint nicht zu sein. Scheint auch nicht zu sein. Scheint auch ein bisschen leer, alles hier leer geplündert zu sein. Thank you.
Okay. Okay, ich muss das gar nicht hacken, sondern das hat automatisch. Ah, okay. So, dann. Laborsteuerung. Ist möglich, wenn Sie bitte einen Techniker. Okay, das ist schon mal doof. Ah! Türen öffnen. Türen werden geöffnet. Guten Abend, hallo. Gehen wir. Vergesst niemals die Zeit. Was auch immer Sie sind, ich weiß, dass Sie das wollen. Synthetisch. Was ist denn für eine Knoche? Okay, irgendwelche synthetischen Typen rennen hier rum. Kontakt fest, möglicherweise tarnlicher Gegner. Wie ist da jemand anwesend? Sensor Anomalie entdeckt. Ich glaube, wir sind. An mir kommt keiner vorbei. Oh. Du würdest jetzt eine schlechte Wahl von der Waffe, ja? Ha! Das Ding ist komplett. Lasst mich doch mal durch, meine Fresse! Oh, scheiße, diese Tür. Okay. Das Ding kann ich nicht hacken. Hätte mich umbringen können anscheinend. Im Schaden. Ah, das kann ich mal. Geschafft. Gibt schon Labor. Großer Werkzeugkasten. Oder wie ist das denn jetzt? Ach nö, ich hab's gesehen. Schön. Jupp. So. Ich kann noch ein bisschen was tragen, Gott sei Dank. Lasergewehr. Da haben wir das Lasergewehr. Okay, die würde ich gerne mal ausprobieren. Gegen. Was tausche ich das? Mal gegen das austauschen. Und den Lasergewehr würde ich gerne ausnutzen. Gibt es. Okay. Ah, okay. Schau mal, wie die Dinger sind. Das kann ich nicht checken. Ah, cool. Das Gewehr, okay. Irgendwas Nützliches? Gib mir diesen Sack Hölle. Jetzt lege ich dich hier um, ey, das sag ich dir. Ja, und hätte ich die Klappe gehalten, weißt du? Werkbankwaffe. Das Lasergewehr hat.
Okay. Hatte wohl nicht weiter. Oder Pistole? Oh ne, wirklich was. Aber ist schon mal ganz cool. Automatische. Okay. Bündelte, okay. Die automatische, okay, die macht weniger, ist klar, weil das halt so eine Dauerfeuerwaffe ist. Kann ich mal die Jagdgewehre hier mich alles wegräumen und dann auf Laser umschränken? Mal gucken, dass ich da sinnvoll Waffen mit habe, die auch sinnvoll Schaden machen. Im Sinne von, dass meine Munition halt nie irgendwie einen Waffentyp oder mehrere Waffentypen alle verbrauchen. Die verdammten Zöns haben sich hier überall festgesetzt. Da eigentlich hin, der Sack? Ich mag dich nicht. Rennt hier durch, das ist total bescheuert, da liegt alles um, bevor ich überhaupt in der Ansatzweise in der Nähe bin. Ich will mich aber umgucken. Was für ein Scheißspaß. Er ist tot. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Dann schauen wir mal. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Okay, es scheint egal zu sein. Lasergewehr und Impulspistole. Die Impulspistole macht 15 Schaden. Das Lasergewehr macht 31. Dies macht 8 und das Gebündelte macht sogar 20. Bündel macht 20, okay. Ich glaube, wir auf Laser gehen. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr.
Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Mist. Klappen können. Ja. Was ist das? Junkjet. 40 Schaden. Jumpjet, aha. Drücke R, um in... Ja. Johlen, grinsen, lachen, spotten, necken. Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, er war sicher am Werkunterricht. Oh, guck mal, er liest Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Werkunterricht. Sollen Sie das hier mal im Werkunterricht machen? Meine Ingenieurskunst. Das Beste auf dem Gebiet beschleunigter Waffen. Meine Schönheit. Mein Junkjet. Die werden sich noch wundern. Diese Ingenieure mit ihren Anzügen und tollen Abschlüssen. Am Montag werde ich sie ihnen zeigen. Geil, endlich? Ah, herrlich. Da kannst du. Geil! Komm, mit Zigarettenplastikasbest, komm. Mach das rein. Schaltkreise brauche ich. Tut mir leid, Schaltkreise brauche ich. Silberbesteck drin. Zahnräder brauche ich auch, scheiße. Stoffe kann drin. Plastikschaltkreise brauche ich. Akkumulator brauche ich. Ich hab gar nicht so viel Mühe, fällt mir gerade auf. Keine ist da drin. Glasfaseroptik. Kristall. Laden. Verdammt. Was hab ich jetzt reingemacht? Den Kristall drauf. So, tapfer. Kann ich den ganzen Müll verschießen? Warnung! Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Das da rein, Tempret kann rein. Den behalt mal. Eine leere Dose. Was soll ich mit Stahl, Alter? Plastikgabel, Schaltkreise bleibt liegen. So, was hältst du von live? Eins, richtig. So, was haben wir? Null, richtig. Also das L ist schon mal nicht, das I ist schon mal nie. Es könnten nur das V und das E sein. Hier hätten wir wieder ein L drin, das ist es nicht. Also es ist das V. Hoffe ich, sieht hier irgendwo so ein Wort mit V? Wenn ich das richtig verstanden habe, muss das jetzt das V sein. Oder schrachtet nicht und klickt hier einfach bis auf Spaß. Aber probieren wir mal. Oh.
das da weiter mal entsperren? Ach komm. Das wär's. Jetzt aber. Ein Treffer. Null Treffer. Wenn Stier ein Treffer hat, hat kein Treffer, es ist schon mal kein R drin. Ene, Mene, Muppe, Werfrist. Muppe? Ach komm, ich bin zu doof für sowas, hab ich das Gefühl. Zehn Sekunden warte. So, nochmal. Gehen Sie einfach aus. Ich wäre eingeleitet. Alle guten sind 10.000 so gefühlt. Na also. Easy. Versorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. 5. Wo sind Sie denn? 4. 3. Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung. Alles ist Asche verbrannt, ja. Ja, ist gut. Das ist ein Weg, hey. Schieß los. Klar. Hier ist mein Vorrat. Boden? Hier ist mein Vorrat. Du hast da gerade. So, du kriegst erstmal jetzt 6er davon. Ich werde ganz schön schwer zu sein, die Jet. Ah, 29 Kilo, das geht schon. So, hier nehmen wir die Leuchtpistole, die fucking Rausche auch nehmen. Nehmen wir mal den Rausche noch. Sind die ganzen anderen?
Da. Das ist eigentlich Drecksgewehr. Können wir Owens abgeben. So. Dankeschön. Hier habe ich alles aufgesammelt, so wie es aussieht, halt. Da war er. Tschüss. Mal runtergefallen. Warte, ich glaube, wir werden verfolgt. Gefunden! Feindliche Präsenz. Oh, ich glaube, wir kommen noch leben. Hochleistung Fender. Hübsch. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Also irgendwie habe ich das jetzt zwar alles verschossen, aber so Schaden gemacht habe ich dann nie. Kann das sein? Die Junkwaffe hatte ich mir jetzt besser in Erinnerung, zumindest bei der 3. Nach oben. Was willst du damit? Waffen bauen. Ah. So, was war jetzt? Okay, nochmal gucken, was ich für Stehen gebaut habe. 40 Schaden, da habe ich Schaden gemacht bei den Typen. So, Aluminiumdose Rinder, Blechdose Rinder, Bunsenbrenner Rinder, Dose Rinder. Was brauche ich noch? Rennen, Pinsel, Schachtel Zigaretten, Schaltkreise brauche ich noch, Schraubenschlüssel, so eine Uhr, Rinde mit, halt, die Uhr zurück, da hat Schaltkreise drin, ah ne, Zahnrad. Huh, Stahl, Klebeband, ist alles, was ich im...
hilft dir alles nicht. Halt. Benzinkanister geht nie rein, oder was? So, ja, ist abgeholt. Entschuldigung, Paladin Dance? Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Haben will. Danke. Gerne, Zivilist. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass die Bruderschaft eine Menge netter Spielzeuge hat. Aber vergiss nicht deine Verantwortung den Minutemen gegenüber. Es ist eine große Entscheidung. Ich verstehe also, weshalb du zögerst. Wenn du beschließt, dass du zu uns gehören willst, weißt du ja, wo du uns findest. Viel Glück. Gut, also muss ich mich dann doch für eine Fraktion entscheiden. Das ist schon mal doof. So, da hätten wir das auch gemacht. So. Keule, wo bist du? Da. Hey. Ich bin ganz Ohr. Hey, du gehörst zu den Minutemen, oder? Ich weiß wirklich zu schätzen, was ihr da macht. Willst du Vorräte tauchen? Hey, das weiß ich zu schätzen. Gute Arbeit. Weiter so. Hä? Hier, nimm das. Es ist zwar nicht viel, aber ich hoffe, es dient der Sache. Jedes kleine bisschen hilft. Wir werden dafür sorgen, dass das gut eingesetzt wird. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Hey. Was brauchst du? Was reden die schon untereinander? Ich glaube, es hakt. Was ist? Ich brauche mehr Schutz, dann okay, das baue ich als nächstes. Ist Dingsbank.
den eigentlich an? Modifizieren. Ja, möchte ich verlassen. Ich möchte zu der zur Waffenbank. Das ist ganz schön laut, ey. Dank dir sieht das hier langsam wie ein richtiges Zuhause aus. So, die stinknormalen Pistolen verwerte ich jetzt. Das behalte ich noch. Revolver. Guck mal, wie der Scheiße da aussieht. Weg. So, hier haben wir eins von diesen Gewehren. Davon werde ich mal 1, 2, 3, 4. Das Lesegewehr werde ich dann weitergeben, möglicherweise. Obwohl die hier, die jetzt genau das gleiche sind, ne? Achso, okay, der hat noch. So, guck mal, da habe ich automatische Pistolen. Da können wir auch mal hier. So, ein paar auseinandernehmen. Ich hätte gedacht, es gibt ein bisschen mehr. Das leere Ding braucht der Mensch. So. Das Jagdgewehr ist eigentlich auch kacke. Du kannst nicht mehr vorne rein, will ich aber nicht. Behalten auf jeden Fall. Da will ich das Schrot finden. Lass mal behalten auf jeden Fall. Ne, die will ich nicht. Schlagstöcke sind wir ja. Okay, Mensch. So, das ist mein Gewehr, was ich standardmäßig hernehme. Da müssen wir doch mal gucken, was man noch so will. So. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich das letztens gemacht habe mit dem Auseinanderklamüsen für die Dinger. Ist bestimmt total unständlich, was ich jetzt mache, aber das ist, weiß ich einfach nie anders. Ablegen. Biometrische Scanner. Ablegen. Brauchen wir nicht ablegen. Plastik brauchen wir auch nicht ab. Ablegen. Ja, warte mal. Plastik brauchen wir. Schaltkreis brauchen wir auch nicht ablegen. Oh. Schaltkreis. Ablegen. Sicherungen lassen wir mal drin. Was brauche ich eine Sicherung? Glaskupfer weg. Skalpell raus. Superkleber. Zahnräder brauchen wir nicht ablegen. Diverses brauche ich auch nicht ablegen. Ich muss auch nicht ablegen, Kleidung muss ich auch nicht ablegen, Waffen muss ich auch nicht ablegen. So, ne? Jetzt haben wir den ganzen Müll hier. So habe ich nämlich das gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, ey. So, dann werden wir dann gleich mal unsere Siedlung wieder ein bisschen aufbauen. So, wie ihr seht, ich habe jetzt 9 Leute, ich habe 11 Schlafplätze, also ich kann da noch ein bisschen damit leben. Futter habe ich auch genug, Energie sieht auch ganz gut aus. Jetzt muss ich bloß noch ein paar Dinger zusammenbauen, das werde ich euch dann in der nächsten Folge zeigen. Hier machen wir jetzt erstmal ein kleines Päuschen, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Kommentar da, über einen Daumen würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal, euer Huschel.